Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sniper Elite 4. So, hier oben befindet sich ein Scharfschütze. Ja, und den haben wir jetzt erledigt. So, da oben befindet sich ein Scharfschütze. Und den haben wir jetzt erledigt. So. Ach, ein Verbändchen in Ehren. Da kann sich niemand beschweren. So, da im Bunker sitzen ein paar. Und die sind jetzt da drüben. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Ja, ich auch nicht. Ich fühle mich, ich mich auch. So. So, auf jeden Fall auf zum Treppenhaus. Wollen wir hinauf oder hinunter? Gehen wir mal hinauf. Der Schnipper an sich will von oben schießen. So, Stockwerk A3, das ist gut, denn hier waren die Schnipper. Achtung, Sperrgebiet. Und hier? Keine unbefugten Personen über diesen Punkt hinaus. So. Leiche durchsuchen. Das ist alles. Das war echt eine ganze Menge. Ja, Leiche durchsuchen. Leutnant Dietrich Strauß. So. Ach, ich wollte ihn doch runterwerfen. So, mal mit. Komm mal mit! So. Los! Los! Naja, ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann, dass da jemand ist, aber ich lerne gerade deinem Kameraden fliegen. Flieg! So, was war das? Nein, die ist schlecht. Sperrgebiet, Sperrgebiet, Sperrgebiet. Was ist das hier? Sperrgebiet. So, wo müssen wir eigentlich noch hin? Panzer, Panzer, Panzer. So. Treppenhaus B. Strategiepläne, die werden wir uns holen. Lalala, im Treppenhaus. Da sieht es gruselig aus. Schauen wir mal darüber. Also viele Feinde, Treppenhaus B. Ja, ja, ich halte eh die Augen offen. Da Leute. Oh.
ist der hinter mir hergelaufen? So. Und los. Hui, nein, weil ich zu dick bin. So, Panzer zerstört. Nicht nur, weil es geht, sondern auch, weil es wichtig ist. Die Leiche durchsuchen. Und in den Teichen schwimmen Leichen. So, da haben wir noch die... Da sitzt ja einer. Da sitzt ja einer. So. Ja. Wo sind sie hin? Hier. Was? Wieso werfen die mit Granaten? Die sollen das doch nicht machen. Bauchschuss, da war der Bauchschuss. Vielleicht kriegt man einen Vogel-PC hin. Ja, da nämlich ihn. So, das heißt, wir können einfach aufstehen. Da drüben ist nämlich ein Tresor, den werden wir uns nun holen. Aber ist ein Briefchen noch, den wir mal aufnehmen. So, was haben wir noch hier? Den Verband werden wir nutzen. So, ein Verbandskästchen. Sachen. Und Dinge. Liegt da noch ein Brief? Ja, ein Brief. Da schau her. Lieber Herr General, ich wollte Ihnen nur zum Ausdruck bringen, wie wunderbar es war, Sie kürzlich in Giovi Fiorini wiederzusehen. Ich gestehe, die Pläne bei mir zu deponieren bereitet mir ein mulmiges Gefühl. Wenn ein feindlicher Agent Sie finden sollte, könnte er damit direkt in Ihr Versteck und die Pläne vereiteln. Es sei natürlich genau das liegt in Ihrer Absicht. Ganz zu schweigen, ja, dass man mir den Hals umdrehen würde. Sie würden mich doch nicht zu seinem solchen Bauernopfer machen, nicht wahr, General? Das wäre berechnend und kaltherzig. Ja, wie dem auch sei, werde ich die Pläne angemessen sicher verwahren. In steter Bewunderung, Rotbauer. Tja, lieber Rotbauer, dieser General Böhm ist ein absolut sozialer, menschenliebender Mann. Er würde sowas nie machen. Wunderbar. Ein Halbkettenfahrzeug zerstört. Es ist besser als ein Ganzkettenfahrzeug. So. So, ja. 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 Ihr müsst jetzt kommen. Ihr müsst jetzt wirklich, wirklich kommen. Los. So. Ihr lauft in die falsche Richtung.
Gut. Interessant. Ist ja interessant. Ja. Eigentlich wollte ich euch alle ausschalten. So. Das kann ich einmal machen. So. Das hier wird sehr nützlich sein. So, wir gehen wieder zu, gehen wir laufen hier zurück wieder in den Bunker. So, natürlich werden wir uns ein wenig aufheilen. Und natürlich habe ich vor, euch ein wenig Spaß zu bereiten. So, das war mal eher. Ja, nachdem ich einen gekillt habe, suchen mich die zwei anderen nicht mehr. So, wo finde ich die jetzt? Auf der Brücke oder unter der Brücke? Hm. Feind sucht, ihr sucht auf der falschen Seite, Jungs. Macht aber nichts. Ich hol mir den zweiten Ringstand. So. So, ihn hier und los geht's. Na? Explodier! Schön. So, jetzt laufen wir hier wieder durch den Schlamm. Treppenhaus A. So, wir gehen mal hierher. Weil ich vermute, da kommt gleich einer. So, das war er. Und da drüben im Bunker, ja, mein Gott. Ich kann mich nicht um alle kümmern. Im oder beim Bunker? Und weg ist er. Gut. Ha, ist das nicht schön? Oh.
Okay, schön, schön, schön. Ja. Ja. Der letzte Scharfschütze. Ach ja. In das Herz der Finsternis. Oh. Eine Wasserstoffperoxidanlage. So wird die Rakete also angetrieben. Ja. Ich muss den Bomber irgendwie signalisieren, wo wir hier sind. Oh, nein! So, eine Wasserstoffperoxidanlage ist natürlich so eine Sache. So, wir versuchen uns hier zuerst. Was sind Hitlers Pläne für seine neuen Spielzeuge? Ich muss hinter ihre Strategie kommen. So. Gut. So, da hinter dieser Schreibtischrunde ist einer. Ja. So. Schauen wir mal, was wir hier finden. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Das ist gut so, das Dokument. Der Brief an Böhm. Oh, Stielhandgranate. Auch gut brauchbar. Aha, aha. Oh ja. Sehr gut. So. Ja. Nein. Sieg für morgen. So, wir werden die Kombination. Das Dokument beschreibt die Strategie der Nazis für die Rakete. Churchill wird begeistert sehr sein. Sehr gut. So. So, dann noch hier ein wenig herumkrabbeln. Sonst ist nichts mehr zu finden. Deutsche Soldaten, wir folgen. So. Ich danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.